Hey Leute, ich bin Roland von EasyRunner und heute habe ich euch mal einen Vergleichstest von 4 verschiedenen Laufschuhen mitgebracht. Laut Hersteller spielen die in der Kategorie der sogenannten Tempo-Trainer. Ich persönlich finde aber, die sind nicht nur da ansässig, sondern die können also nicht nur schnell laufen für eine relativ kurze Entfernung, sondern die können auch eine lange Strecke sehr, sehr schnell laufen. Das heißt, die versuchen, glaube ich, auch in Richtung Super-Trainer sich zu bewerben. Ja, wie gut oder wie schlecht das den Einzelnen gelingt, kann ich jetzt schon vorwegnehmen. Das gelingt jedem einzelnen Schuh schon mal super. Die einzelnen Tests habe ich auf meinem Kanal ja schon gemacht. Das habt ihr vielleicht sogar schon gesehen. Und sonst könnt ihr euch die detaillierten Tests separat nochmal angucken. Aber heute soll im Mittelpunkt stehen das Herausarbeiten der eigentlichen unterschiedlichen Charaktereigenschaften der Schuhe. Und um euch da vielleicht ein bisschen die Kaufentscheidung zu erleichtern, genau dafür ist der Test heute vorgesehen. Ja, ich denke, wir fangen direkt mal an und wir gehen direkt über zu den technischen Eigenschaften der unterschiedlichen Schuhe. Ja, was habe ich denn überhaupt ausgearbeitet jetzt an Details? Also man sieht die unterschiedlichen Aufbauhöhen, die wir hier mal bemaßt haben. Man sieht auch die Sprengung, die hier tatsächlich mal im Detail aufgelistet ist. Man sieht das Material der unterschiedlichen Schäume. Man sieht Preise und Gewichte. Man sieht die Breite der Außensohle hinten, in der Mitte und vorne. Und man sieht das Material der eingebauten Platte. Fangen wir mal mit den Preisen an. Hier geht es von 170 bis 190 Euro. Das ist eher typisch für diese Tempo-Trainer-Kategorie. Und ich hatte ja schon gesagt, die schielen ja eigentlich auch in Richtung Super-Trainer. Aufbauhöhen sieht man hinten vor allen Dingen, fangen die mal mit um die 40 an, gehen teilweise ein bisschen weiter runter, teilweise ein bisschen weiter rauf. Das ist ganz unterschiedlich bei den entsprechenden Herstellern, aber teilweise doch immense Höhenunterschiede. Sprengung geht von 5 mm bis 10 mm. Und eine Gemeinsamkeit haben sie halt alle zusammen. Die haben eine Platte. Unterscheiden tun sie sich allerdings im Material der Platte. Der Essex hat zum Beispiel eine Carbonplatte. Die ist sehr, sehr steif und sehr, sehr hart. Und wie ich finde, für einen Anfänger eher nicht so geeignet. Hoka und Brooks verwenden in dem Modell eine Plastikplatte. Beim Hoka ist es P-Bux und beim Brooks ist es eine Nylonplatte. Die ist sehr, sehr schön flexibel und wie ich persönlich finde, auch geeignet für einen Anfänger. Ja, was kann man sonst noch sagen? Die Breiten der Außensohle hinten, in der Mitte und vorne sagen auch einiges aus, was die Stabilität betrifft. Und da muss man sagen, im Gesamten steht man im Essex relativ instabil, weil die Breiten der Außensohle doch sehr, sehr schmal im Vergleich zu den anderen Modellen gewählt worden ist. Da ist man dann im Mach X2, also im Hoka, ein bisschen breiter aufgestellt, ist auch da ein entscheidendes Kriterium. Vom Gewicht her unterscheiden die sich in etwa 20 Gramm. Der Essex ist der leichteste, der Puma ist der schwerste. Und auch sonst können wir uns gleich weiter durcharbeiten zu den unterschiedlichen Charaktereigenschaften. Und da geht es jetzt vor allen Dingen im nächsten Kapitel dann ums Obermaterial. Und da werdet ihr schon sehen, auch da sind immense Unterschiede. Und da gehen wir jetzt mal drauf ein. Ja, ganz kurz nur noch eine Erklärung, wo die Aufbauhöhen gemessen werden und wie die Sprengung zustande kommt. Bei der Aufbauhöhe ist es so, der Leichtathletik-Weltverband setzt Regeln an und der misst bei 12% und bei 75% von hinten. Und die maximale Aufbauhöhe ist eine Regel im Regelwerk, die darf maximal 40 mm betragen. Das heißt, 41 mm wäre schon nicht regelkonform. Und die zweite Regel, die der Leichtathletik-Weltverband angesetzt hat, ist, dass nur maximal eine Platte verbaut werden darf. Also da, wo zwei oder noch mehr Platten verbaut werden, ist das eben nicht regelkonform. Zurückzukommen jetzt auf den Schuh, den wir hier testen, beziehungsweise auf die 4 Schuhe. Der Brooks Hyperion Max 2 ist regelkonform. Eine maximale Aufbauhöhe ist 40 mm nicht überschreitend und es wird nur eine Platte verbaut. Und beim Essex Magic Speed Nummer 4, da ist es nicht regelkonform, weil die maximale Aufbauhöhe von 40 mm überschritten wird. Das sind die Regeln. Vielleicht nur zur Info noch, es gibt aktuell tatsächlich schon Schuhe, die sind noch zu kaufen, die haben sogar 3 Platten verbaut. Heißt also auf gut Deutsch, da sieht man, wo die Entwicklung hingeht. Ja, das vielleicht nur kurz noch für euch zur Erklärung. Und die Sprengung natürlich, das ist der Höhenunterschied zwischen Aufbauhöhe hinten und vorne. Und so kommt der Wert dann zustande. Ja, beim Obermaterial muss man sagen, dass 3 von 4 Schuhen eine Philosophie fahren, die extrem ausgereift ist, super gut gelungen und wirklich allerhöchsten Ansprüchen genügt. Anfangen möchte ich mal mit dem Brooks Hyperion Max 2. Das ist für mich auch hier, was das Obermaterial betrifft, der
absolute Winner hier in dem Team, weil der ist einfach top in allem. Das Obermaterial ist wirklich sehr, sehr schön weich, luftdurchlässig, atmungsaktiv, ganzjahrestauglich, wirklich super geeignet. Platz ist genügend da, die Zehenbox ist schön groß, genügend groß und der Sitz im Schuh ist wirklich perfekt. Die Dämpfung im hinteren Schuhkragenbereich, in der Achillessehne, im Achillessehnenbereich und auch was die Schuhkappe betrifft, ist auch super gut gelungen. Die Zunge ist super elastisch, die Schnürsenkel sind top. Also wirklich, ich weiß kaum, was man da besser machen kann. Haarscharf da dran kommt der Essex für mich. Der hat auch all diese ganzen positiven Eigenschaften, nur der ist eine Nuance schlechter, was ich finde, hinten im Schuhkragenbereich, was die Polsterung betrifft, aber der reicht fast an das fast perfekte Niveau schon dran. Minimale Absprüche macht der Puma für mich. Da sind die zwei Kritikpunkte, die ich habe, was die Zunge betrifft. Die ist für mich minimal zu lang. Die stört mich so ein ganz kleines bisschen. Und in dem mittleren Bereich der Schuhlänge, im Leisten, ist der sehr, sehr eng geschnitten. Ich habe es mal ausgemessen, im mittleren Bereich ist der nur 6 cm breit. Und das merkt man nachher auch im Sitz des Fußes. Da fühlt man sich eventuell ein bisschen was beengt. Das, finde ich, sollten die beim nächsten Mal vielleicht ein ganz kleines bisschen besser machen. Das waren aber auch schon die zwei Kritikpunkte, was ich zum Puma zu sagen habe. Sonst ist der auch fast perfekt. Wie gesagt, die drei Kandidaten, die machen so ein bisschen was auf Ganzjahresbetrieb. Das passt wirklich in allen Situationen, in allen Wetterbedingungen auch. Der Hoka ist der Einzige, der da eine ganz andere Philosophie fährt. Der macht so ein bisschen auf Rennschuh. Das heißt, das Material ist extrem dünn, luftdurchlässig und atmungsaktiv, spart am Gewicht und an sonst allen möglichen Sachen, unter anderem aber eben auch an Dämpfung. Das heißt, im hinteren Bereich ist kaum eine Dämpfung, kaum eine Stabilität vorhanden und das kann den einen oder anderen natürlich stören. Mich persönlich hat das alles kaum gestört. Das heißt, ich bin mit dem Schuh super gut zurechtgekommen und kann auch den Schuh nur in den höchsten Tönen loben. Ich persönlich. Ich kenne aber Leute und ich habe auch Kommentare schon gesehen, die sagen, dass das den Leuten zu wenig gedämpft ist, dass das zu instabil ist, dass man den Halt nicht wirklich im Schuh hat und sogar im schlimmeren Fall sogar noch, dass man sich Blasen und ja, so blutige Sachen an der Haut geholt hat, weil das Material so ein bisschen in die Haut reingeschnitten ist, ne? Wenn einen das, wie gesagt, nicht stört, ist man da auch perfekt aufgehoben. Allerdings, falls es stört, da sollte man dann natürlich von Abstand halten. Blöd ist natürlich nur, das weiß man eigentlich hinterher erst. Ja, wie gesagt, um es auf den Punkt zu bringen, Obermaterial bei den drei Kandidaten zuerst, beim Brooks, beim Essex und beim Puma, top. Da kann man sich wirklich auswählen, was man sich da nimmt. Perfekt. Und der Hoka, der ist so ein bisschen, der hat seine Talente auf anderen Dingen und seine anderen Schwerpunkte anders gesetzt. Ja, als nächstes nehmen wir uns die Mittelsohlenkonstruktion vor. Fangen wir direkt mal mit dem Essex Magic Speed 4 an. Der ist gekennzeichnet durch eine sehr, sehr hohe Aufbauhöhe, hat im Wesentlichen eine Schaumschicht verbaut und hat nur noch im mittleren bis vorderen Fußbereich eine zweite Schaumschicht, noch eine etwas weichere FF Turbo Schicht eingebaut. Zwischen den Schichten liegt eine Carbonfaserplatte, eine wirklich vollflächige, steife Carbonfaserplatte, relativ mittelhoch angesetzt. Und in der gesamten Konstruktion kann man nur sagen, die ist so steif, dass ich sage, das ist jetzt nicht geeignet für einen Anfänger. Man sieht auch, das Abrollverhalten hinten ist so gut wie gar nicht da. Dann folgt eine relativ lange, gerade Aufsatzfläche und dann geht das mit einem relativ aggressiven Abrollen vorne weiter. Also wie gesagt, relativ harte Platte, Anfänger geeignet, würde ich sagen, eher nicht. Von daher würde ich auch sagen, als Supertrainer eher nicht geeignet. Der ist sehr, sehr gut geeignet für Tempoläufe und vielleicht sogar auch für Wettkämpfe. Zweites gucken wir uns dann mal den Hoka an. Der besteht auch aus zwei Schaumschichten. Oben drüber liegt eine relativ weiche, relativ dicke, responsive Piba-Schicht. Und darunter liegt eine relativ stabile EVA, Supercritical-Verfahren hergestellte Schicht, die, wie gesagt, eine gewisse Stabilität bieten soll. Dazwischen liegt eine Peakbugs-Platte, ist eine Plastikplatte. Die ist nicht ganz so hoch angesetzt, die ist sehr flexibel und leicht und ermöglicht es damit eigentlich auch einem Laufanfänger damit zu trainieren.
Mit dem Abrollverhalten sieht man auch direkt schon, wenn man das Ding von der Seite beschaut. Hinten ist es eine sehr, sehr schöne Abrollkonstruktion und vorne ebenso. Und ich würde mal sagen, grundsätzlich ist der auch als Supertrainer, Tempotrainer und Wettkampfschuh geeignet. Allerdings, wie gesagt, man muss bedenken, mit den Einschränkungen, die ich im Kapitel vorher mit dem Obermaterial noch gesagt habe. Ne? Für mich persönlich ist es so, den Schuh, den kann man eigentlich gar nicht vernünftig langsam laufen, den muss man eigentlich schnell laufen, der will einfach rennen, das Teil. Ja, der nächste ist der Brooks Hyperion Max 2. Das ist für mich so der ausgeglichenste, mit dem kann man also alles machen. Da ist also nur eine Schaumschicht verwendet worden, die heißt DNA Flash Version 2. Sehr schön responsiv, aber eben auch nicht zu weich. Mit dem kann man wirklich alles machen. Die Platte, das ist eine sogenannte Nylonplatte, auch eine Plastikplatte, sehr flexibel und leicht, auch Anfänger geeignet. Die liegt relativ weit hochgesetzt, ist nicht extrem gebogen. Das Abrollen hinten und vorne ist sehr, sehr schön gegeben. Vorne ist es relativ aggressiv gehalten. Das heißt also, für mich ist der Schuh geeignet für alles. Für Anfänger, für Fortgeschrittene, für Leute, die den als Supertrainer verwenden wollen oder auch als Tempo- und Wettkampfschuh benutzen wollen. Ja, und als letztes ist es der Puma noch, der noch erwähnt werden muss. Der ist so mehr oder weniger der normalste unter diesen Schuhen. Der hat eine carbonverstärkte Platte. Ich bin mir nicht ganz sicher, was Puma da so sinngemäß geschrieben hat. Manche sagen, der hat nur einen Schaum, der verwendet worden ist. Manche sagen auch, der hat oben drüber noch einen sogenannten Elite-Schaum neben dem Nitro-Schaum unten drunter. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich will es nur mal so erwähnen. Die Platte ist Carbon verstärkt, relativ hart im Vergleich zu den Plastikplatten von den zwei entsprechenden Modellen. Das Abrollverhalten ist sehr, sehr geeignet, sehr, sehr alltagstauglich quasi. Das heißt, der Schuh ist, finde ich, auch für einen Anfänger geeignet, obwohl der eine Carbonfaserplatte zur Verstärkung noch drin hat. Also eine carbonverstärkte Platte da drin hat. Ja, das ist so ein bisschen im Detail so im Vergleich, was ich zu sagen kann, im Schnelldurchgang zu allen Vieren. Wie gesagt, der eine oder andere ist auf jeden Fall nicht für Anfänger geeignet, würde ich sagen, der Asics. Der Hoka ist extrem gut, allerdings nur bitte für die Leute, die das mit diesem Obermaterial verkraften. Und der Brooks und der Puma sind die, wo ich jetzt sagen würde, die sind im wahrscheinlichsten für fast jeden geeignet. Ja, bei der Vergleichsbetrachtung der Außensohle muss man jetzt vor allen Dingen wissen, alle Außensohlen sind sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Man hat also große Aussparungen gemacht, um den repräsentativen Blick auf die entsprechende Platte zu gewährleisten und um Gewicht zu sparen und als drittes noch, um eine gewisse Flexibilität der Außensohle zu gewährleisten. Ist alles geschafft worden bei allen dreien, passt sogar sehr, sehr gut. Der Hoka hat sogar zwei Aussparungen gemacht. Heißt im Umkehrschluss aber auch, dass alle vier Schuhe sehr, sehr ungeeignet sind für Gelände, weil sich vor allen Dingen Steine da sammeln könnten. Also vor allen Dingen sind die Schuhe für den Straßenlauf einzusetzen. Deshalb müssen sie eigentlich gar nicht so flexibel sein, wie sie von den Herstellern jetzt gerade im Moment gemacht worden sind. Gemeinsam haben sie auch noch die entsprechenden Gummielemente, die aufgebracht worden sind an den ähnlichen Stellen. Und da muss man sagen, die sind alle top, was den Grip betrifft. Nur an der Stelle muss ich sagen, bei Nässe tritt der Puma noch ein ganz kleines bisschen heraus, im positiven Sinne. Der hat also den besten Grip bei Nässe. Ja, sonst muss man auch sagen, man sieht, ich hatte es eben schon erwähnt, dass der Asics hinten sehr, sehr schmal geschnitten ist. Zusammen mit seinem Abrollverhalten hinten ist der relativ ungeeignet dann für Fersenläufer. Das muss man bitte beachten. Der Hoka und der Brooks, die sind allgemein grundsätzlich sehr, sehr gut für alles geeignet. Beim Hoka muss man nur wissen, da war ja diese Problematik mit dem Obermaterial von der Stabilität her. Also heißt auf gut Deutsch, da ist der Brooks wirklich schon mal ein sehr, sehr guter Allrounder für alles Mögliche, was seine Einsatzgebiete betrifft. Beim Puma sieht es ähnlich aus, da ist nur noch ein bisschen auffällig, hatte ich eben auch schon irgendwann mal erwähnt, dass die Außensohle gerade im mittleren Bereich sehr, sehr schmal geschnitten worden ist. Gemessen hatte ich sie mit 6 cm, stört allerdings tatsächlich nicht weiter, macht allerdings nur eventuell ein kleines Problem im Obermaterial und beim Sitz des Schuhs. Ja, so schnell geht's. Das war mein Vergleich von den 4 Tempotrainern. Und wenn euch der Vergleich gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da oder vielleicht auch gerne ein Abo. Und ansonsten schreibt mir gerne Kommentare genau zu dem Thema hier oder vielleicht zu zukünftigen Themen, die ihr gerne von mir aufbereitet haben wolltet.